Jo, sind wir wieder bei Tales of Cresselia 2. Beim letzten Mal haben wir uns hier durch die Oscor-Anlage geschlagen. Sind bis zum Ende gekommen. Wir stehen jetzt kurz vor Aska. Und ich würde sagen, da gehen wir nochmal hin. Wir haben Aska runtergelassen. Jetzt müssen wir uns nur noch Aska stellen. Also, dass wir gegen Aska kämpfen müssen, wird wahrscheinlich kein Geheimnis sein. So, lass du mich mal nochmal in Ruhe. Kann ich nochmal fix speichern. Und ja, ich denke mal, halbwegs geheilt dürfen wir auch sein. Und da Aska ja zum Glück ein Elementargeist des Lichtes ist und wir unsere wunderschönen Finsterniswaffen haben, werden wir auch damit kämpfen. Irgendwas, was ich noch ausrüsten kann, irgendwie einen Lichtschutz oder sowas. Ich denke mal nicht. Ich glaube, ich habe jetzt auch spontan nichts, was ich noch machen kann. Ich gucke nochmal schnell durch. Irgendwas Interessantes. Was sind dies? Oh. Ah, und Levelwiederherstellung. Sehr gut. Ja. Go. It's so bright. Is that Aska? Luga. I got this. I can't believe you'd sink this low, Alfred. You'd sabotage my life's work. Hey, knock it off! Such gall! No! Aska! Wieso hatte Alvin gerade keine Waffe in der Hand und einfach nur die Hand dahin gehalten? The Great Spirit of Light, Aska! In der Splitter-Version. Du hast... Moment, wir ändern mal kurz. Mörserfeuer und Kugelfierster waren das, ne? Ja, auf oben und zur Seite. Yo. Gut noch abgeblockt. Jetzt kommt das Lichtstrahl her. Immer schön draufhauen. Gut. Was hat er eigentlich? So, 93.000. Geht. Ja, doch, das war gut abgewehrt. Ach ja, Moment. Fällt mir gerade was ein. Sollte ich bei solchen Bosskämpfen vielleicht mal anschalten. Okay. Jetzt weiß ich einfach... Ja, das war nochmal gut ausgewichen. So, dann machen wir mal. Joa, wenigstens ein bisschen Schaden mache ich. Wenn ich mal treffe. Au. So, und schnell ein bisschen zurückspringen. So, dann machen wir mal. Okay. Und nochmal kurz. Link Cannon. Ja, doch, wir haben schon einiges abgezogen. Aber er macht zumindest nicht allzu viel Schaden. Und die Attacke ist halt eben ziemlich gut gegen ihn. Au! So hat Elise gerade rumgeschrien, obwohl sie eigentlich nichts abbekommen hat. Ach, Elise, die kleine Drama Queen. So, schön abblocken. Ich freue mich schon auf die Fähigkeit, wo ich, wo meine Reichweite von den Pistolen so ein bisschen steigt. Ich könnte ihn jetzt einfach mit der. Komm, machen wir das ohne Chromatus. Hauen wir einfach drauf. Den Chromatus behalte ich mir jetzt echt mal eher für Notfälle auf. Weil jetzt kann er ja auch ein bisschen mehr raushauen, jetzt wo er ein bisschen schwächer ist. Autsch, tat weh. Ach ja, so schön, dass jeder heilen kann, so ziemlich. Und viel hat er jetzt auch nicht mehr. 19.000.
Autsch. Immer schön abblocken, den Angriff. Der tut nämlich ziemlich weh. Ansonsten einfach mal draufhauen. Ich mache eigentlich guten Schaden mit meinen Attacken. Ja, 14.000 nur noch. Das dauert nicht allzu lang. Ich finde es sehr schön, dass ich mich einfach nicht bewege. Und er trifft einfach mit diesem Lichtstrahl nicht. Jetzt bin ich ein bisschen traurig von dir, Asuka. So sehr bewege ich mich jetzt auch nicht her. Ja, das war fast das Richtige. Eigentlich wollte ich das machen. Und damit episch zur... Au! Zur Seite ausweichen. Stattdessen springe ich einfach hoch. Okay, das mit zur Seite ausweichen funktioniert nicht so ganz. Lassen wir das besser. Aber das schaffen wir auch so. Ah, wir sind gerade in seinem Schwächemodus. Er hatte gerade, wie man kurz gesehen hat, Schwäche gegen alles wieder mal. That cold is jets. Oh, my eyes! They're all tingly. I do hope we didn't get sunburned. Ja, sehr gut. Oh, wir hatten sogar physisch angefunden, Art angefeuert vom Anfang. Na dann. Passt. It would seem Asuka wasn't the catalyst either. What are you gonna do with Asuka now? Will you let it go? But without Asuka here to power it, they'll shut down the factory. Uh-huh, and a lot of people depend on this place. Hmm. Capture it. Elise and I should be able to restrain Asuka with spirit arts, given its condition. Seriously, does it matter? Very well. If that is your wish, so be it. Scion of Kresnik, curses upon you for this villainy. I can talk. You would betray your own ancestors' wish that man exist in harmony with the spirits and reject Origen's all-redeeming mercy? Origen? The mightiest of all spirits, the great spirit of the void, burdened with purifying humanity's befouled souls. For 2 millennia he has toiled. Origen cannot continue purifying souls much longer. Heed my words, humans, and tremble. Your end is nigh! The Great Spirit Origen, huh? Interesting. Can't say that name's come up before. Asuka, forgive us. We're sorry. Was this truly for the best? You used Calculatrix without Spyrex? Who are you people? Allow me to explain. We use spirit arts, which... Spare me your lies, demon! That's enough! Damn it all! Even in a fractured place, we've done enough. Yeah, I know. What happened? We heard gunshots. You're hurt! Be calm, tis but a scratch. Thank goodness. Sadly, this scratch is all we have to show for our troubles. The catalyst isn't here. Did you have better luck? No, not particularly. But we did overhear a weird rumor. Someone saw a spirit in the wasteland beyond Helioborg. Said it looked like a woman with flowy hair. Wait, that sounds like... It's near the dimensional breach. Let's check it out. You guys, go on ahead! Yes, we'll catch up once we've tended to Rowan's injury. I'm sorry for the trouble. Hey, don't sweat it, Gramps! Ja. Kein Glück hier. Von daher. Ich wollte noch nebenbei mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt einfach sage, dass wir ihn fangen sollen. Man hat ja gesehen, beim letzten Mal habe ich gesagt, dass wir ihn freilassen. Oh, und Iron. Ah, nochmal so eine Katze. Der ist aus Tales of the Abyss nebenbei.
Ansonsten hätte er, glaube ich, auch gesagt, ja, danke, dass du mich freigelassen hast. Alles ist in Ordnung. Er hätte halt auch den gleichen Text erzählt mit Origin und so. Kann ich nicht einfach abkürzen gerade, fällt mir gerade ein, mit der Weltkarte? Ja, kann ich sogar, wirklich. Na dann, auf direkt nach Triglis. Kürzen wir ein bisschen ab. Ja, nächster Ort, geh von Triglyph zu Torvalan Höhenstraße. Und wir haben jetzt nebenbei halt auch Jude und Leia dabei, statt Rowan und Alice. Dann weiß ich auch, was uns als nächstes erwartet, und da habe ich einen Höllenrespekt vor. Vor dem nächsten Boss. Da ist Torvalan Höhenstraße in der Richtung. Ich werde jetzt nebenbei auf den Wegen jetzt hier auch so ziemlich kaum was erkunden. Weil es ist eh nur eine Splitterdimension. Oh. Wir haben wieder ein bisschen Geld gesammelt. Hier ist nichts Neues. Moment, vielleicht haben wir hier auch ein paar neue Sachen. Ja. Ich habe kein Geld mehr. Gut, verkaufen wir noch mal ein bisschen was. Du bist ein bisschen was wert. Und du bist ein bisschen was wert. Gut, dass ich hier unten noch so ein paar Sachen habe, um im Notfall noch ein bisschen Rüstung einzukaufen. Ja. Und wir können noch mal ein kleines bisschen... Brauche ich noch ein bisschen was hiervon? Nö. Nö. Nicht so wirklich. So irgendwas Interessantes? Nicht so wirklich. Hier irgendwas Interessantes? Nicht so wirklich. Gut, dann gehen wir weiter. Richtung Torvalan Höhenstraße. Ist das die hier vorne? Ja. Und von hier aus gehen wir dann einfach weiter Richtung Rusal Höhenstraße durch Helioborg durch. So, in Splitterdimensionen. In den Splitterdimensionsversionen von Orten, an denen du in den Hauptdimensionen bereits warst, kannst du neue Schätze finden. Du kannst den Weg dein Ziel durch die Sorte flitzen oder Zeit unterwegs Objekte einsammeln. Aber es gibt keine Katzen. Ich kann mich noch erinnern, als ich das genau an dieser Stelle war, kurz bevor ich die Stadt verlasse, habe ich mir so gedacht, ob man wohl hier noch auch Katzen findet in den Splitterdimensionen. Und dann, ja, habe ich gesehen. Ich kann mir genau diese Nachricht geben, dachte mir, nee, anscheinend nicht. Oh, ich sehe gerade, was für ein Gegner das ist. Gegen die Gegner kämpfe ich natürlich immer. Und vor allem, ich habe ja den Komatos, von daher. Weil, wenn es gerade so viele sind, kann ich dir mal ein paar Taten zeigen. Das ist die Attacke. So. Alright. Ah, die haben eine Hammerbrecke. Hammer kann ich, glaube ich, mit Leia zusammen gut was machen. Glaube ich. Schauen wir mal kurz. Ja, eine Attacke. Das ist die nach oben. Ja. Wow. Das hat wieder gut einiges eingebracht. Level Up für alle. Sehr schön. Ich wollte das Einzige, worauf ich jetzt noch ein bisschen achten wollte, sind, wenn hier irgendwelche Löcher in den Wänden sind, dass ich da dann vielleicht nochmal ein paar Items finde. Und halt alles, was ich auf dem Weg dazu noch finde. Irgendwelche Löcher in den Wänden. Ich habe nebenbei letztens mal einfach mal so random geguckt, wie viel wäre das ganze Zeug wert, was ich da so habe. Diese ganzen Schätze, sag ich mal, die ich übernommen habe. Und ich habe gesehen, das wäre alles zusammen, ich glaube, über 1,2 Millionen. Die ich da einfach mal so random gerade rumschleppe. Vor allem halt eben diese ganzen großen Schätze und dann noch diese vielen kleinen Schätze. Man macht echt einiges aus. How are things looking in town? The town and its residents both appear exactly as they do in our world. The only difference is that no one seems to be aware of Risa Maxia's existence. But outside of that, everyone seems to be living the exact same lives. The same earth, the same ocean, the same sky. Luger,
If you destroy this dimension, doesn't that mean... You don't need to worry about that, Leia. Don't worry about it? Don't you understand what we're doing? Luger. He wants to take full responsibility for what'll happen to the people of this world. They'll all die. Are you ready for that, Leia? I don't know. Even if we all share it, that's still more responsibility than we could possibly bear. Still, better to share the burden than to force him to shoulder it alone. Yeah. Muss man echt bedenken, man muss ja wirklich ganze Welten zerstören. Wo tausende, Millionen von Menschen leben. Und alles nur, weil uns gesagt wird, dass diese Welten schlecht sind. Ja, es ist unsere Aufgabe. Wir müssen es machen. Da haben wir doch mal ein Loch. Die Musik ist gerade vor allem sehr passend zur Situation, finde ich. So, ist hier sowas drin? Ein Silberhut wäre hier drin. Bringt er mir aber irgendwas oder habe ich schon bessere Sachen gekauft? Gut. Tess, der bringt nichts. So, unterwegs sind hier und da was. Als ich das zum ersten Mal durchgespielt habe, habe ich ja wirklich alles nochmal mitgenommen. Weil ich dachte so, ja, vielleicht kommst du irgendwann mal nochmal her oder ist alles wichtig, das alles mitzunehmen, aber... Man kann alles einsammeln, muss aber nicht zwingend. Man kann es ja machen für den, für die Trophäe, dass man viele Suchpunkte gefunden hat. Oder halt einfach fürs Elementarherz, um viele Sachen zu lernen. Aber ansonsten kann man auch gerne einfach mal alles zurücklassen. Und sich einfach nur die Truhen holen. Die Truhen nebenbei eigentlich auch nur noch für den Erfolg. Wobei, ich glaube, ich habe sogar beide schon. Sowohl für alle Truhen als auch für alle. Für alle Suchpunkte. Nicht alle Suchpunkte, aber für viele Truhen und für viele Suchpunkte. Ich glaube, für alle braucht man das noch nicht einmal wirklich. So, dann laufen wir einfach mal weiter. Sind wir schon bei Helioborg angekommen. Und selbst wenn wir jetzt nochmal reingehen würden in Helioborg und alles, das ist ja alles wieder ganz neu. Also es ist nicht die gleiche Splitterdimension von Helioborg, in der wir schon einmal waren. Ist alles halt immer komplett anders. Ist hier noch der Typ zum Abkürzen da? Tatsache, der ist wirklich noch da. Perfekt. Speichern wir nochmal kurz. Ich denke mal, bis zum Dimensionsriss etwa werden wir noch gehen in diesem Part. Und werden uns dann beim nächsten Mal anschauen, dann was dort ist. Von daher, die Folge geht noch ein paar Minuten. Ich hoffe mal, da ist noch ein Speicherpunkt direkt davor oder direkt beim Dimensionsriss. Wäre ein bisschen doof, wenn nicht. Gucken wir mal hin und her. Vielleicht habe ich ja Glück und in einer der Truhen ist sogar irgendwie was Gutes drin oder so. Was Brauchbares. 2300 Gold zum Beispiel. Bei mir war das 1 Million, ja. Will ich trotzdem jetzt auch nicht unbedingt einlösen, weil viele von den Items braucht man auch hier und da für die Missionen. Und auch allgemein. Ich habe auch deswegen mein Geld aus dem letzten Spiel nicht übernommen, damit ich nicht dauerhaft zu viel Geld habe. Ich wollte es schon irgendwo doch nochmal alles selbst verdienen hier. Und wenn, dann benutze ich auch nur ganz kurz mal eben, verkaufe ein paar Sachen, nur um mir noch die letzten paar Ausrüstungsteile zu kaufen. Weil es ist halt in einem Privatspielstand gewesen, hätte ich einfach nochmal ein paar Missionen gemacht. Weil ich denke mal, wenn ich da noch die letzten paar... Aber bei Moment, ich hätte die hier gar nicht mehr machen können. Wahrscheinlich hätte ich einfach alle Missionen noch gemacht, bevor ich in die späte Dimension gegangen wäre. Hallo? Überrascht mich doch nicht so. Ja, hätte wahrscheinlich dann noch alle Missionen gemacht und hätte dementsprechend ein kleines bisschen mehr Geld gehabt. Mission bringt auch mittlerweile, glaube ich. 1 bis 2000 pro Mission. Dafür, dass man mal eben 5, 6 Gegner töten geht.
Und beim Gegner töten selbst bekommt man ja auch nochmal ein bisschen Geld. Von daher. Jetzt, wo ich hier gerade hier entlang laufe, wir waren ja in der Tartalien-Club noch gar nicht drin, so wirklich, ne? Wir haben nur kurz reingeguckt und dann, ja, um quasi den, ja, um die Katze da drin zu holen, sind danach direkt wieder gegangen. So, da hinten wäre auf jeden Fall ein Speicherpunkt bei der Tartalien-Kluft. I knew it wouldn't be so easy to find. Oh, come on. Let's at least keep moving forward. Jetzt meckert doch nicht rum, wir sind doch fast da. Da vorne ist doch schon das, der Dimensionsriss. Ja, da vorne ist sogar ein Speicherpunkt. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, hier beenden wir die Folge. Beim nächsten Mal gehen wir mal dahin hin und gucken mal, was uns hier erwarten wird. Ich kann ja schon mal sagen, dass es ein bisschen böser Bosskampf werden wird, der uns da gleich erwartet. Aber gut, das war's von dieser Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.